Heute braucht man eine Leiter. Herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und das ist unser Pflanzenaquarium und heute gibt es ein Upgrade. Bis jetzt hatten wir hier die wunderbaren Chihiros VV2 und ich will diese Lampen nicht schlecht reden, denn sie sind richtig cool. Aber zurzeit habe ich einen anderen Favoriten und zwar die Skylight Hyperspot. Und deswegen wird heute umgerüstet. Hier sind jetzt insgesamt 5 Vivid 2 und eine Vivid Mini. Und die kommen jetzt alle weg. Und dann hängen wir zusammen Hyperspots auf. Warum machen wir das? Die Ausleuchtung ist einfach besser. Diese Lampen sind relativ schmal, die haben viel Power, die haben 130 Watt. Aber die Gehäuse sind relativ schmal, nur ca. 15 cm tief. Und die Hyperspots sind besonders tief. Und unser Pflanzenaquarium hier ist 60 cm tief und voll mit Pflanzen. Und deswegen hätte ich gern noch bessere Ausleuchtung. Außerdem muss ich sagen, finde ich diese Skylight-Lampen mega schön von der Farbwiedergabe und auch mit der Performance. In unserer Gallery sind wir sehr zufrieden. Deswegen erweitern wir das Ganze jetzt. Okay, Step 1. Abmontieren. Und ich zeige euch dann noch den geheimen Geheimtrick, wie man ohne super kompliziertes Werkzeug genau die richtige Stelle an der Decke findet für die Lampenmontage. So, jetzt müssen wir mal hier unsere Efeutute wieder von der Vivid trennen. Die sind irgendwie schon verheiratet mittlerweile. So, so schnell geht's, passt, Lampen sind weg, danke fürs Zuschauen, tschüss, baba. Ha, na, Spaß beiseite, jetzt kommen natürlich die neuen Lampen drauf. Zuerst ist mir ganz wichtig, wenn man eine Lampe aufhängen will, dann muss man mal herausfinden, wo auf der Lampe gehen überhaupt die Drahtseile, also das Aufhängesystem raus und erst dann kann man die Maße vom Aquarium auf die Decke übertragen. Das zeige ich euch jetzt. In diesem unscheinbaren Karton ist jetzt unsere Skylight-Leuchte. Ich habe mich hier für die L-Variante entschieden, weil hier sind wir auf der High-Energy-Seite unseres Pflanzen-Setups. Also hier die Pflanzen haben großen Lichtbedarf. Hier drüben haben die Pflanzen ein bisschen kleineren Lichtbedarf. Da werden wir dann die Hyperspot M verwenden, also eine Nummer kleiner. So, jetzt mal hier aufreißen. Jetzt in der frühen Phase der Installation packen wir das Ding noch nicht aus. Ja, wir müssen jetzt mal nur wissen, wo gehen die Drahtseile rauf. Ganz wichtig, Zollstock. Und jetzt messen wir mal, wie viel Zentimeter vom Rand des Gehäuses sind die Bohrungen für die Aufhängung? Das sind hier ja, 24 cm, so mehr oder weniger. Und von der anderen Seite ebenfalls. Okay, das merken wir uns. 24 cm vom Rand der Lampe geht die Bohrung. Und die Lampe ist insgesamt 27 cm breit. Das ist gar nicht so wichtig. Vom Rand haben wir 24. Jetzt müssen wir noch das die gesamte Gehäuselänge abmessen. Wir haben hier 90 cm und 2 mm. Sagen wir 90 cm, wir wollen es uns ja nicht zu kompliziert machen. Und jetzt kontrollieren wir noch mal kurz unser Pflanzenaquarium. Das sollte 1,80 m sein. Das heißt, wir haben eigentlich eine ziemlich einfache Rechnung. 90 cm Lampe, 1,80 m Aquarium. Das heißt, wir müssen relativ akkurat die Löcher an die Decke bringen, sonst stehen die Lampen über oder sind versetzt, das wollen wir nicht. Also wir merken uns, 24 cm vom Rand, die müssen wir jetzt einfach nur hier übertragen. Dafür brauchen wir eine kleine Unterstützung, eine Schablone sozusagen. Ich wollte jetzt eigentlich ein Brett holen, aber das hat sich irgendwie in Luft aufgelöst. Aber wir nehmen uns jetzt einfach provisorisch die Verpackung hier, der Leuchte. Das reicht nämlich an sich total aus. Wir brauchen nur eine Oberfläche, auf die wir was malen können, die so halbwegs gerade ist. Das heißt, das legen wir hier einfach auf. In unserem Fall jetzt bündig mit dem Aquarium, bündig mit der Aquariumkante, so. Und auch bündig mit der Rückscheibe. So, und jetzt müssen wir noch die Tiefe unseres Aquariums messen, das sollte 60 cm tief sein. Ist es auch, wunderbar. Die Hälfte von 60, wer rät's, ist 30. Das markieren wir uns mal hier oben auf dem Karton. 30 cm. 30 cm, dann verbinden wir die Linie, jetzt fühle ich mich wie bei geometrisch zeichnen. Wunderbar, jetzt haben wir die Hälfte unseres Aquariums, was die Tiefe angeht und wir haben gesagt, vom Rand brauchen wir 24 cm. Und das X markiert die Stelle, das heißt, wir haben jetzt hier eine Markierung, die müssen wir jetzt an die Decke übertragen.
Und dann gibt es immer ganz spezielle Lösungen. Also man kann jetzt zur Wand messen und dann oben bei der Decke auch von der Wand messen. Und ich sage euch, das funktioniert nie. Es gibt Leute, die haben einen Laser zu Hause, damit geht das grundsätzlich auch. Aber eigentlich braucht man das gar nicht. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Stückchen Faden und ein Gewicht. Haben wir einen Faden? Also der Fachausdruck dafür ist jetzt ein Lot. Ja, wir basteln uns ein Lot. Ist gar nicht so kompliziert. Ich nehme eine Pinzette dafür, weil die hat eine ganz praktische Form. Die binde ich vorne einfach zusammen. So, jetzt ist die Pinzette zusammengebunden. Ja, und jetzt führe ich den Faden da noch durch. Und die wird uns jetzt das Übertragen an die Decke erleichtern. Ja. Der Liquid Nature Handwerkerkanal. Könnt ihr sehen, das funktioniert schon. Das klebe ich mir jetzt noch mit Dixo fest, weil ich meinem Knoten nicht vertraue. So, ganz wichtig, also das, was wir jetzt machen, das ist keine Aufgabe für eine Person, sondern dafür solltet ihr zumindest zu zweit sein, sonst ist es wirklich nervtötend. Also auch das Bohren an der Decke, ich weiß, niemand macht das gern, aber ich sag's euch, das ist eigentlich ganz unkompliziert. Aber man braucht halt einen zweiten, der vielleicht die Leiter hält oder den Staubsauger oder beides. Deswegen alleine würde ich das nicht unbedingt starten, das Projekt. Ich habe ja zum Glück den Pachi und den Gerhard, die helfen mir. So, hier jetzt nochmal kontrollieren, ob der Karton noch parallel mit dem Glas ist. Das passt. Lass ich den Kopf anhauen. So, und jetzt ist ein bisschen Geduldssache, dass die Pinzette da unten mal zur Ruhe kommt. Aber jetzt muss ich ganz einfach mein X anstreben. Und dann kann man 1:1 richtig gut übertragen, wo man gerade an der Decke ist. Und ich schaue jetzt gar nicht an die Decke, sondern ich schaue wirklich nur auf meine Markierung und versuche die Pinzette so genau wie möglich darüber zu platzieren. Und jetzt sieht es ganz gut aus. Jetzt bewege ich meinen Finger oben mal eine Zeit lang nicht, um zu warten, bis die Pinzette sich beruhigt. So, und jetzt hoffe ich, einen Stift eingesteckt zu haben. Ja, wunderbar. Dann mache ich mir hier ein kleines X an die Decke. Und schon ist es passiert. Zack, boom, Maße übertragen vom ersten Loch der ersten Lampe. Aber an sich ist das der geheime Geheimtrick. Also man braucht wirklich nicht viel, ein bisschen Faden und irgendein improvisiertes Gewicht. Und schon habt ihr ein Lot. Und ich sag's euch, das ist mega akkurat. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass das genau der richtige Ort ist. Ja? Jetzt machen wir noch die anderen Markierungen und dann bohren wir das und ihr werdet sehen, das wird genau richtig sein. Schnipp, schnapp, Fernsehtrick und schon hängen die Lampen. Ich sag's euch, wir haben das einfach nur ausgependelt, keine speziellen Tools oder Gadgets verwendet. Also ihr seht, Lampen an der Decke montieren ist mega easy in Wirklichkeit. Man braucht nur einen Faden und ein Gewicht und schon sieht's klasse aus. Moment, das ist wieder auseinandergerutscht hier. Ich habe hier die Lampen nämlich verbunden, damit sie noch exakter hängen. Und ich bin mega happy. Ich finde, das Pflanzenbecken sieht jetzt noch besser aus als vorher. Und was mir fast noch wichtiger ist, die Lampen blenden nicht, weil das war vorher mit den Vivids wirklich intensiv, dadurch, dass die doch recht hoch hingen. Und die Hyperspots blenden einfach gar nicht und ich liebe die Lampen. Vor allem auch hier vorne im Terrarium, das ist jetzt mega gut ausgeleuchtet und die Farbwiedergabe von diesen Leuchten ist einfach ein Traum. Also ich sag's euch, falls ihr auch vorhabt, eins der wunderschönsten Pflanzenverkaufsaquarien überhaupt zu haben, dann holt euch zuerst mal 5 Meter Aquarium und dann hängt ihr Hyperspots drüber. Zu dem Koloss da hinten, zu unserem Plant Holding System von UNS, will ich auch noch ein eigenes Video machen. Da will ich nämlich die Technik ein bisschen umrüsten, weil out of the box ist es zwar an sich ein nices System, aber ich sehe hier noch Upgrade-Bedarf. Ich hoffe, ihr seid auch dann dabei und schaltet wieder ein beim nächsten Video vom Liquid Nature. Ich sage danke fürs Zusehen. Tschüssi, Baba.